im ersten Wahlgang haben Sie es geschafft? Haben Sie mit diesem Ergebnis gerechnet? Nein, natürlich nicht. Ich bin überrascht. Ich habe ja alle Varianten ausgerechnet, aber nie mit diesem Prozentsatz. Nein, ich freue mich nur. Ein bisschen sprachlos. Das ist ein verdammt hoher Vertrauensvorsprung. Aber ich werde alles dafür tun, dass ich ihm auch gerecht werde. Wie haben Sie jetzt die letzten Stunden erlebt? Ich habe heute Morgen Fußball gespielt, was ich ja gerne sonntags mache, wenn ich keinen Termin habe. Hab da meine Familie ein bisschen genervt, im Haushalt herumgearbeitet, Sachen für den Sperrmüll rausgestellt. Ich habe Kaffee getrunken mit den Kindern. Ich war nervös, aber die haben mich ausgehalten. Und dann jetzt hier, als die ersten Ergebnisse reinkamen, habe ich gesagt, Leute, langsam. Das sind die ersten Bezirke und was hat sich dann stabilisiert. Worauf führen Sie das zurück, dass es jetzt im ersten Wahlgang direkt geklappt hat? Ach, wissen Sie, da gibt es viele Gründe geben. Tolle Unterstützung aus der eigenen Partei, von FDP und Grünen mit Unterstützung oder sogar aufgestellt worden. Ich hoffe, da hängt auch ein bisschen Wertschätzung dahinter für das, was ich selber auch in den letzten 6,5 Jahren gemacht habe oder wenn ich die Zeit als Dezernent und Stadtdirektor dazu rechne, 19. Aber auch Wertschätzung für die Arbeit, die wir hier gemeinsam im Hause leisten, denn es ist ja Teamarbeit hier. Ich bin gerne Chef. Aber ein Chef ohne gutes Team ist gar nicht. Und ist für mich Ansporn, mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hier im Hause wirklich eine gute Arbeit für die Menschen in unserer Stadt zu machen. Wie geht es jetzt für Sie weiter? Morgen direkt wieder ins Büro oder was ist der Plan?